Ja, hallo und willkommen zurück, jetzt schon zur Folge 4. Was ist in der Zwischenzeit geschehen? Der hier hat mich angehupt, weil ich stehe auf der Straße. Ist ja gut, fahr doch weiter. Also, ich habe in der Zwischenzeit das Feld 59 fertig gekrubbert. Der Helfer war dann hier fertig mit Pflügen, dann haben wir schnell ein bisschen Dünger draufgeschmissen. Da richten wir jetzt den Helfer ein, dass der hier das Feld noch kubbern kann. Das machen wir jetzt gerade mal zusammen, dann kann der losdüsen. So, Feldarbeit. Das war Feld 65, Arbeitsweise 3 Meter. Automatisch Vorbewende machen wir mal. Drei Stück mit harten Ecken bzw. scharfen Ecken. Und dann schauen wir mal. Jo, sieht doch ganz gut aus. Können wir noch nicht klagen. Dann lassen wir den Abfahrer mal loslegen. Leicht bekleidet, allerdings festes Schuhwerk. So, was kann ich euch in der Zwischenzeit noch erzählen? Also, ich habe noch ein paar Mods mit reingenommen, unter anderem den No HUD Mod, damit ich ein paar schöne Thumbnails machen kann. So ist alles weg, bis auf links oben sehe ich gerade, aber naja, da müssen wir durch. Ich habe noch Ladewagen mit reingenommen und den Mod niedrigere Tierpreise, damit wir hier auch möglichst schnell loslegen können mit Tieren. Ja. Ich habe gedacht, mit dem hier fahren wir jetzt mal zu unseren Wiesen und düngen schon mal die ein oder andere Wiese, um da nachher besseren Ertrag runterzuholen. Schon mal ein paar Ballen fressen können, sobald das Gras ausgewachsen ist. Ballenpresse werden wir uns wohl mieten müssen, aber vielleicht können wir da uns eine mit Wickeloption mieten. Dann könnten wir auch gerade ein paar Silageballen machen. Nur bevor wir nicht die ersten Ballen haben, sage ich jetzt mal, brauchen wir noch nicht über Tiere nachzudenken. Ich habe zwar hier auch den Ballen kaufen Mod mit drin, aber das wäre ein bisschen doof, weil das Geld ist so oder so schon knapp. Da wir ja möglichst realistisch spielen wollen und nicht dann hier noch Haufen Geld aufnehmen, muss es erstmal ohne gehen. Weil Geld werden wir schon gerne Schulden haben. Ja, ich bin mal gespannt. Ich habe mich entschieden, jetzt am Anfang erstmal jeden Tag eine Folge hochzuladen. Beziehungsweise hochgeladen sind die ersten drei schon. Die Folgen erscheinen immer um 15 Uhr. Ich hoffe, oh, was sehe ich da? Einen Moment, das sieht mein blindes Auge. Ein Goldnugget. Wir haben ja gesagt, wenn wir sie finden, sammeln wir sie ein. Wir werden aber nicht extra danach suchen. Ja, wo war ich stehen geblieben? Also, die Folgen kommen immer um 15 Uhr, erstmal jeden Tag ein. Diese hier erscheint am Sonntag. Ich bin mal gespannt, ob bis dahin schon was passiert ist, ob die ersten Folgen bis dahin schon jemand gesehen hat. Stand jetzt, ich habe ja heute Morgen aufgenommen, heute Mittag hochgeladen. Die erste Folge hat leider noch niemand gesehen, aber klar, irgendwann muss ja erstmal einer drauf stoßen und es auch gut finden. Wobei wir wieder beim Thema wären, also ich bin für sämtliche Kritik und Anregungen offen.
auch das Ding machen wir in der Außenansicht, weil Innenansicht sieht man nicht wirklich, wo man schon gefahren ist. Ich fahre ja eigentlich am liebsten sogar mit GPS. Das ist natürlich bei so einem Feld hier mit dieser eurigen Form nicht unbedingt möglich. Man könnte jetzt hier Cosplay auch draufsetzen, ihr würdet das auch astrein machen, aber das machen wir mal eben selbst. Ich habe überlegt, ob ich den erweiterten Helfer von der Black Panther Group mit reinnehme. Ich weiß nicht, ob den jemand kennt. Könnt ihr ja mal sagen, was ihr davon haltet. Dann könnten wir uns erstmal einen Helfer einstellen. Den müssen wir allerdings auch bezahlen, wenn er nichts arbeitet. Also kostet, sprich, kostet immer Geld. Und vor allem jeder Helfer, den man einstellt, kostet Geld. Also man kann jetzt nicht 10 Stück einstellen und sagen, die tue ich dann nach der Arbeit wieder entlassen. Nein, die müssen mindestens 3 Tage beschäftigt werden. Das heißt, die 3 Tage kosten die auch Geld. Also sollte man sich gut überlegen, ob man einen Helfer einstellt, ob man den benötigt und wie viele man einstellt. Aber könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von der Idee haltet. Das was wäre, ob ihr sagt, nee, lieber so. So, jetzt geht ganz schön was drauf an Dünger. Die Wiese ist doch ganz schön groß, ne? Cosplay-Helfer scheint alles zu funktionieren. Zumindest mal keine Fehlermeldung bis jetzt. Das ist immer gut. Ich spiele nebenbei die Appsdorfer Heide V2 noch. Ohne Seasons. Einfach nur, wenn ich mal Just for Fun ein bisschen spielen will. Da spiele ich auch mit Cosplay, allerdings muss ich sagen, da die Felder da so eng gestrickt sind, tut der Helfer sich da doch das ein oder andere Mal sehr verfranzen. Das ist schon nervig. Also ich habe mir mittlerweile die Map gepackt und habe die Felder, die ich bisher hatte oder habe, die Kollisionen beseitigt, damit man nicht alle 2 Minuten die Meldung hat, durchdrehen Reifen. Und dem und dem. Da habe ich auch kein Problem mit, kann ich nur wiederholen. Also realistisch spielen ja, wohl extrem nein. Es ist ein Spiel und bleibt ein Spiel. Also sprich, wenn was im Weg ist, wird es weggemacht und fertig. Was sagt ihr eigentlich zu meiner Schlepperauswahl? Gefällt ihr euch? Deutz und Johnny. Ja, ich weiß, viele werden jetzt nach Fendt holen. Aber vielleicht kriegen wir den ja noch. Wenn das Let's Play hier eine Weile dauert, ist ja nicht ausgeschlossen, dass wir uns auch mal einen neuen Schlepper zulegen. Das ist halt immer die Frage, in welchem Rhythmus man das macht. Also auf der Klingenbach, wo ich privat spiele, fahre ich die Maschinen bis zu 100 Betriebsstunden und dann bekomme ich, oder dann gibt es eine neue. Allerdings ist das natürlich schon extrem. Also 100 Stunden auf einer Maschine hier im Spiel, das dauert schon seine Zeit. Ich weiß nicht, wie man das hier machen soll, ob man hier vielleicht ja, einfach gucken, wenn Geld da ist oder Geld übrig ist,
es dann einen anderen Schlepper oder so zuzulegen. Oh, der Dünger alle. Dann müssen wir mal auf den Hof, müssen uns Nachschub holen, würde ich sagen. So, was ich noch mit reingenommen habe, ist ein Ballenwagen aus dem Motter, ein Eigenbau. Der hat in der Mitte so einen Balken, wo man quasi die Ballen gegenstellen kann und dann weiß, dass man auch in der Mitte quasi ist. Den fand ich super. Den werden wir auf jeden Fall hier auch verwenden, sobald wir dann Ballen haben oder Ballen machen. Weil der hat mir doch sehr zugesagt. So, Dünger gibt's hier. Wir könnten jetzt auch Big Packs holen, aber ich denke, jetzt zu Anfang geht das mal so. Später haben wir eh eine eigene Produktion irgendwann durch die kaufbaren Objekte. Hühnerfrikassee gibt es übrigens auch, weil die rennen immer auf dem Hof rum. Es gibt jeden Tag Hühnerfrikassee. Der noch nicht gedüngt war jetzt. Hier ist er. Müssen wir mal noch ein schönes Thumbnail machen. Oh, das sieht gut aus, oder? Was sagt ihr? Das so aufnehmen. Wunderbar. Blendet sich jedes Mal das Hilfenmenü mit. Das ist ein bisschen doof. So, dann tun wir nochmal Bibel 83 noch drin. Die 91. Die hat schon einer so aufgemacht, wunderbar. Hier zoomen wir ein bisschen raus, um zu sehen, wo wir sind. Ja, und schon sind wieder 13 Minuten auf dem Tacho. Die Zeit verfliegt echt, also für 15 Minuten Videos. Das ist echt nicht viel. Ich habe auch heute überlegt, ob man zwischendurch vielleicht mal einen Livestream machen könnte. In dem man dann einfach ein bisschen weiter Feldarbeit etc. macht. Da muss ich mich aber mal noch mit beschäftigen, wie das alles funktioniert. Also, ich bin halt wirklich Neuling, was diese ganze YouTube-Geschichte angeht. Da arbeite ich mich jetzt nach und nach mal rein. Autosave. Also nicht wundern, wenn es da mal ein bisschen stockert. Aber ohne Autosave spiele ich generell nicht mehr. So YouTube, 15 Minuten sind schon wieder voll, oder fast, die Folge wird ein klein bisschen kürzer. Ich sag ciao ciao und hoffe, ihr schaltet bald wieder ein. Und Däumchen nicht vergessen.